Herzlich willkommen, heiße ich euch zurück in einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich freue mich, dass ihr heute wieder euch entschlossen habt, dabei zu sein und danke, dass ihr dabei seid. Ja, wir machen hier in unserer Vault 21 weiter und schauen mal, was der heutige Tag so mit sich bringt. Auf jeden Fall haben wir schon fast unsere Energiemission fertig von gestern. Und es lief ja auch gestern eigentlich alles soweit ganz gut. Wir haben jetzt fast alle Trainingsräume, die man so haben kann. Eigentlich können wir heute theoretisch den letzten auch bauen, den wir brauchen. Muss nur einmal schauen. Ah, ich weiß, welches ist. Die Lounge fehlt uns noch hier. Das Ding. Um Charisma zu erhöhen. Damit hätten wir alle 7 Trainingsräume auf einem Flecken. Sehr schön. Fehlen mir auch noch irgendwo 2 Leute, die nichts zu tun haben. Die stecken wir dann da auch direkt rein. So, Nummer 1. Na, komm her, Typ. Nein, du bist Frau. Dude, komm mit. Woo, dude, he is flying around the map. Okay. Reicht. Reicht, reicht, reicht. Und ich habe immer noch das Gefühl, wie gestern, meine Stimme ist irgendwie im Arsch. Ich komme ein bisschen vor wie Batman. Ganz schlimm. Naja. Es legt sich hoffentlich mit der Zeit. Intelligenz plus 3. 0, 0. Yay, 12 Bewohner. Ein Koffer. Yay. Besser geht kaum. Schauen wir mal, was wir als nächste Mission dann bekommen haben. Sammle 12 auf, jetzt toll. Haben wir noch irgendjemanden, der nichts zu tun hat? Gene Phillips, wo sind die? Du gibst mir mal dein Outfit, das kriegt jetzt die Jean Phillips. Frau Jean Phillips, bitte zur Walltür. Frau Jean Phillips, bitte. Und das wäre die Energiemission gewesen. Huch, da wollten wir noch nicht hin. Machen wir gleich auf. Erstmal schauen wir, was wir als nächste Mission kriegen. Oh Mann. So lange wird Gene Phillips nicht im Ödland überleben. Definitiv nicht. So, ich glaube, hier eine Erze haben wir das gut, die gute Knarre gegeben. Ja, panzerbrechende irgendwas Gewehr. Frau Gene Phillips, bitte, nehmen Sie diese Knarre an sich. So, Tempomodus, wir brauchen Stimpaks. Irgendwie war das zu erwarten. Sobald er zu schnell arbeitet, sterben Leute. Bam. Wieso schießt er noch? Es war alles vorbei. Es war vorbei. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. So. Frau Phillips. So, wir warten noch mal ein paar Stimpaks, bevor wir die Frau rausschicken. Ja, dauert jetzt wieder 5 Minuten, dann schauen wir mal in unser Köfferchen. Bam. Kronkorken. Stimpaks. Anwärterrobe. Und noch mehr Kronkorken. Alles für den Arsch. Yeah. Und hier kriegt die Alte halt hier die Anwärterrobe an. Woanders kann das eh nicht gebraucht werden. So, Waffenlager hatten wir. Genau. Intelligenz. Was brauchen die denn noch als nächstes an Training? Intelligenz auf jeden Fall. Stärke.
Und E. E ist... der Fitnessraum. Upgraden. Wir züchten uns hier voll die Superarmee. Eigentlich bräuchten die alle gar kein Outfit anziehen in diesen Trainingsräumen. Alle anderen kriegen Outfits, nur nicht die in den Trainingsräumen. Beverly Phillips. Donald Phillips, der Bruder. Oh. Na, du brauchst auch kein Outfit, Frau. Ihr seid alle nicht wichtig. Ihr seid alle noch im Training. Und solange ihr hier im Training seid, braucht ihr auch keine Klamotten. Ach, dann können wir hier oben der anderen Phillips... der anderen Phillips die Techniker-Ausrüstung geben, weil ich glaube, das ist somit die beste Rüstung, die wir sonst noch haben. Hier, Chuck Norris arbeitet immer noch fleißig im Kraftwerk. Ihr beide seid speziell, ihr dürft eure Kleidung behalten. Bam, Level Ups. Alles meins, alles meins, alles meins. Gib mir das Zeug, was wir alles brauchen. So, Energie. Stärke E. E, I und L und raus mit dir. Oder? Nee. Noch 2 Minuten warten. Wie läuft's bei euch? Ja, 9 Stunden noch. Ja, aber bei euch ist das wichtig, dass ihr hier seid. Ihr seid die Wichtigsten hier. Mit dem König zusammen, aber der König muss ein bisschen arbeiten, damit ihr trainieren könnt. So. Und schon der nächste, krass. Und nochmal einen hoch. Dann geht das alles ein bisschen zügiger voran hier. Ich hätte eigentlich mal gucken können, vorher, nachher. Deine Lieblingspizza von der alten will ich gerade gar nicht wissen. Aber mich würde interessieren, was die im Radiosender so quatschen. Aua, quietsch. Hallo, ist da draußen jemand? Ja, antworten wird keine Radio funktioniert, nur in eine Richtung. Ich glaube nicht, dass jemand zuhört. Ja, perfekte Voraussetzung, um im Radio zu arbeiten. Ja, das dauert alles. Ja, du sprich mal mit den Scheiben, die da im Regal liegen. Was geht bei euch so ab, Leute? Hier, er hier mit seinem Monster-Seitenstreuer am Wasser. Klopf, klopf. Nein, ich will den Witz hören. Ich will den Klopf-Klopf-Witz hören. Nein, ich verpasse den Klopf-Klopf-Witz. Wieso brennt das eigentlich ständig in der Wasseraufbereitung? Toll, wegen der Wasseraufbereitung habe ich den Klopf-Klopf-Witz verpasst. Verdammt. Level up. So, Odele, mein... Babam. Mein Babam.
Tiere schleichen hier gerade mich rum, als ob sie sich gegenseitig jagen würden und gleich essen. Auf jeden Fall möchte ich mich noch einmal ganz kurz bei euch bedanken für die ganzen Feedback und Kommentare und Däumchen da oben unter meinen Videos. Das freut mich wirklich sehr und ich freue mich jedes Tag aufs Neue, jeden Tag aufs Neue, ein neues Video vom Fallout Shelter für euch zu machen und in anderen Videos natürlich auch. Aber ganz besonders Fallout Shelter, weil da auch am meisten Feedback zurückkommt. Und wir schicken jetzt erstmal die Jean Phillips ins Ödland. Tschüss. Frau, du läufst in die... Was sollen wir morgen... Was sollten wir morgen eine Party machen? Die Leute lieben Partys. Und du wirst nicht dabei sein. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, du bist ja auch eine Technikerfrau. Oder sowas. So. Sieht ja soweit schon mal alles ganz gut aus. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben alle Balken auf grün. Wir haben zwei Leute im Ödland. Na, der König ist schon fleißig gewesen. Nee, hab bisher nur Geld gefunden. Na, bei der bin ich gespannt, wie lange sie überlebt. Das sieht vielversprechend aus. Da draußen, ja, glaube ich. Das ist garantiert interessant da draußen, dieses tote Land. Dieses tote, verstrahlte Land. Okay, okay, okay. So, hier nehmen wir Strom mit. Essen, Wasser. Und so wirklich viel können wir gerade sinnvoll gar nicht tun, außer warten, weil... Wir haben kein Geld, wir haben nur Missionen, die doof sind. Wir können keine Mission mehr löschen. Aber wir können ja noch ein bisschen stalken, was hier die beiden zum Beispiel in der Lounge bequatschen, die sich hier zukippen. Möchtest du nachher was spielen? Vielleicht Dame? Er shake da hinten richtig rum. Dame? Wie alt sind wir denn? 10? Wir spielen Schach. Heftiger Typ. Ich kann keinen Schach spielen. Ja, welche Person sollte unseren Vault besuchen? Ein großer Komiker, nichts für ungut. Aber deine Witze, naja. Ich komme hier nicht weiter. Wort mit 6 Buchstaben, lebt im Ödland. Tölpel. Raider, würde ich sonst sagen. Ich schreibe ein Lied zum Ehren des Aufsehers. Was reimt sich auf toll? Gott. Nein. Super spitzentoll. Yeah. Bekloppten Hühner hier. Ich würde mich fragen, wo er diese Steaks herbekommt, die sie hier immer essen wollen. Oh, fancy Let's Kuchen. Könnte ich immer essen. Und das mache ich sogar schon. Okay. Einradfarbe, was? Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit gut arbeitest. Wirklich freut mich, das zu hören. Danke. Oh, Frauen, die sich nicht voll anzicken. Kann man noch glücklicher sein? Wohl kaum. Anscheinend geht es meinen Leuten hier echt sehr gut. Aber ich muss ja mal wieder Sachen einsammeln. Wir haben das schon wieder ein bisschen vernachlässigt. Wenn es sicher wäre, den Wall zu verlassen und draußen zu leben, würdest du das wollen? Ha, als ob es draußen jemals sicher sein wird. Das war es vorher schon nicht. Vor der ganzen Scheiße da draußen war es draußen nicht sicher.
Es gab immer böse Menschen. So richtige Arschlochmenschen gab es da draußen. Die haben einen gemobbt in der Schule und so Sachen. Schreckliche Nummer. Dann bleiben wir lieber hier in der Vault. Außerdem haben wir in der Vault niemals schlechtes Wetter. Was ist denn hier im Lager los? Ratten! Kleine rammelnde Penisratten. Die haben gerammelt, die Ratten. Die Ferkels. So, vielleicht können wir hier noch ein paar Outfits verteilen. Nö. Ich dachte, wir haben noch ein Handwerker-Outfit oder sowas. Aber nein, 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 nein. Natürlich nicht. Ups. Den wollte ich nicht anfassen, den Typen. Haben wir hier vielleicht noch was, was irgendwie Intelligenz bringt? Nö. Gut. Bleibt da unten. Haben eigentlich alle was an, die wir es anhaben sollten. Wir können ja mal ins Inventar gucken und dann schauen wir mal durch, was. So, kümmert euch mal darum. Geht zu, Inventar. Tam tam. So, 10 Outfits. Wir haben ein Glücksoutfit. Wir haben ein 2E-Outfits. Und wir haben eigentlich nur E-Outfits und S-Outfits. E und S. Aber die sind alle gut ausgestattet hier. Im Generatorraum und E können wir noch nicht gebrauchen, weil das, glaube ich, für spätere Räume ist. Ich glaube für die Nuka-Cola-Produktion und das ist der letzte Raum, den wir so bauen können. Können wir ins Inventar, hier Baumenü gucken. Und genau hier, Nuka-Cola-Abfüller ist dann glaube ich der E-Raum. Atomreaktor, 120 Kronkorken. Irgendwann, wenn wir mal wieder Geld haben, werden wir diesen auch bauen. Und ja, schauen wir nochmal ins Ödland, was die so erreicht haben. Ja, bisher nichts weiter. Und sie schon was gefunden? Leider auch nicht. Oh, die Blähfliege ist getötet worden. Ist in 1000 Stücke zerplatzt. Ekelig. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eklig war. Und ich verabschiede mich schon heute aus der Episode. Ich wünsche euch einen wunderbaren Donnerstag. Nochmal ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich werde mich jetzt in den Sonntag verabschieden und wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und ein recht schönes Restwochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am morgigen Montag wieder und wünsche euch alles Gute. Und noch einmal ganz kurz, Gewinnspiel auslosen gibt es heute Nacht, Abend, irgendwann wird das Video dazu kommen. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen am Montag wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.